Moin, ihr Wissensdurstigen. Willkommen auf meinem Kanal. Heute habe ich hier eine Mercedes-Benz C-Klasse vom Baumuster 206. Genauer gesagt ist es ein C300 4-Matic. Der hat 190 kW oder grob 260 PS, genauer gesagt 258, wenn man das genau umrechnet, und 2 Litern Hubraum. Und heute will ich mit euch bei diesem 206 C300 den Luftfilter wechseln. Also auf geht's. Erster Schritt, ganz klar, Motorhaube öffnen. Und wenn ihr noch nicht wisst, wo ihr euren Filter herbekommt oder vielleicht sogar eine sportliche Variante wollt, packe ich euch 2 Links in die Beschreibung. Klicken, kaufen, einbauen. Zum Motor nochmal selbst, das ist der 254-920. Und um den Luftfilter zu wechseln, müssen wir diese beiden Verkleidungen entfernen. Die müssen wir nur nach oben ziehen. Die hat hier unten solche Kugelköpfe, 4 Stück. Die müssen wir aus ihren Muffen, sage ich jetzt mal, entfernen. So ähnlich ist das hier auf der rechten Seite auch. 4 Nupsis, oder waren es 5? Es waren 4. Hier ist es nur andersrum gelagert. Hier sind die Muffen in der Verkleidung drin. Und die Gegenstücke auf dem Motorblock. So, zum Filterwechsel selbst. Ich habe das im Vorfeld schon mal probiert und eigentlich muss man hier nicht wirklich viel wissen, außer dass der Deckel vom Luftfilter von 4 solcher Klammern gehalten wird. Und das einzige Problem dabei ist nachher, wenn man den Luftfilter raus hat und wieder reingesteckt hat, diese 4. Klammer hier hinten. Die ist verdeckt durch diese Kabel, die hier zum Motorsteuergerät gehen. Diese Klammern haben eine Eigenart, also hatten sie schon immer bei Mercedes, wenn diese Klammern verbaut wurden. Sie können bei der Demontage oder Montage können sie wegfallen und dann sind sie halt irgendwo unten im Motorraum. Und wer weiß schon wo. Diese Klammern gibt es einzeln. Die Nummer schreibe ich euch dahin. Die kosten ca. 2 Euro. Also ist recht erschwinglich. Aber ich sag mal so, wenn man das auf dem Nachmittag macht, die Klammer wegfällt, dann bis Montag warten. Also wenn man das jetzt am Wochenende macht, dann bis Montag warten, ist immer ein bisschen blöd. Also Obacht. Und dann würde ich sagen, legen wir mal los. Wir brauchen für das Ganze einen Schlitzschraubendreher. Hier vorne sollte er schon etwas breiter sein. Die vorderen Klammern bekommen wir nämlich noch so ab. Einfach per Hand. Die hinteren Klammern machen es uns da etwas schwieriger. Da müssen wir dann mit dem Schraubendreher arbeiten. Einfach zur Seite geklappt und schon sind sie entriegelt. Hier auf der rechten Seite geht das zum Ausbauen noch so. Dann heben wir den Deckel hier nach oben. Da kommt uns auch schon der Luftfilter ein bisschen entgegen. Ziehen ihn dann hier raus. Und schon haben wir den Luftfilter am Start. Da ist die Ersatzteilnummer. Und retour geht das ähnlich einfach. Wir heben den Deckel einfach nur an. Achten darauf beim Einführen, dass wir hier unten mit dem Filtermaterial hier im Gehäuse sind. Nicht, dass er sich nachher hinten verkantet. Und wenn das Filtermaterial relativ im Gehäuse ist, dann braucht man nur noch drücken und er fällt quasi von alleine wieder rein. Jetzt solltet ihr mit einer Taschenlampe nochmal da hinten reingucken, ob auch tatsächlich das Filterelement jetzt richtig sitzt. Zur Not nochmal mit der Hand ein bisschen nachteasen. Oh, da haben wir ihn hier schon ein bisschen runtergedrückt. Das Reinteasen birgt also ein gewisses Fehlerpotenzial. Wenn das Filterelement jetzt richtig sitzt, fangen wir an, hier vorne schon mal die Klammern drauf zu machen. Hier hinten bei der einen kann man jetzt hier mit der Hand reingehen und das verriegeln. Und jetzt kommen wir zur besagten verdeckten Klammer und auch zu den beiden Möglichkeiten. Oder Varianten. Variante 1, hier die Verriegelung lösen und das Kabel nach oben ziehen. Dann kommt man nämlich von hier wunderbar, oder das heißt relativ wunderbar, sage ich mal, an die Klammer ran. Muss jetzt ein bisschen
handwerkliches Geschick präsentieren, sich die Klammer schnappen und sie oben einriegeln. So, das Ganze dann natürlich hier wieder retour, bis es sich wieder verriegelt hat. Jetzt kommen wir zur Variante 2. Wir entfernen das Steuergerät. Ganz einfach, 30er Torx und 4 Schrauben. So, dann heben wir das Steuergerät einfach an. Und dann kommen wir nämlich von hier fast etwas besser an die Klammer ran. Ich löse jetzt noch einmal, um zu zeigen, dass man da auch rankommt. Oha, habe ich mich schon verletzt. Eine richtig schöne Schramme. Naja, gut, weiter geht's. Ah, so ganz einfach ist es dann doch nicht. Ich muss mir hier mit dem Schraubendreher die Klammer einmal nach vorne holen. Und jetzt kann ich sie verriegeln. Danach das Steuergerät einfach nur wieder auflegen und befestigen. Hier beim Festziehen der Schrauben natürlich nicht zu stark anziehen. Die Schrauben halten hier nur im Luftfiltergehäusedeckel. Das ist Kunststoff und das kann schon mal ausreißen. Und wenn das alles hier nicht mehr hält, dann müssen wir dicke Schrauben suchen und was weiß ich nicht noch. Also aufpassen, nicht zu doll festschrauben. Dann mache ich jetzt noch die beiden Verkleidungen rauf. Und der Wechsel ist vollzogen. Wir kommen zum Ende des Videos. Der Motor kriegt jetzt wieder frische Luft. Ich werde jetzt auch noch ein bisschen rausgehen, ein bisschen frische Luft schnappen. Und ich hoffe, einige Fragen haben sich heute in Luft aufgelöst. Falls doch noch Fragen sein sollten, ab in die Kommentare damit. Oder schreibt in die Kommentare, welche Variante ihr bevorzugt. Entweder das mit den Kabeln oder das mit dem Steuergerät. Ja, und ansonsten bleibt mir nur noch zu sagen, ich hoffe, wir sehen uns das nächste Mal wieder, wenn es wieder heißt, der Chess-Techner kann auch dir helfen.